Es ist mir eine ganz besondere Freude, den einzigen Workshop-Dozenten der Schondorfer Gitarrentage ankündigen zu dürfen, der seit 24 Jahren schon das 19. Mal, nämlich zu jeden Gitarrentagen hier war und eben auch dieses Jahr wieder. Und er hat jedes Mal ein anderes Projekt dabei fürs Konzert. Dieses Jahr sind es Studenten der Musikhochschule in Stuttgart und ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend, viel Musik, viel unterschiedliche Musik und viel Spaß mit Wolfgang Schmid als Special Gig. Das ist erstmal hier ein Stück über Instrumental. Da kommen noch zwei Sängerinnen und ein Sänger dazu. Und ich stelle Ihnen und euch die Besetzung dann auch im Einzelnen vor. Aber erstmal würde ich gerne ein bisschen was spielen, dann bin ich auch beruhigter. Es hört nicht auf, ne? Es lag auf Ihre 64 Schlachthofgaststätte Schondorf. Denkmalschutz. Dann habe ich meinen ersten Kicker auf dir. Thank you.
Vielen Dank. Meine Students. Das ist uns schon gestiftet. Ich habe vor 5 Jahren gebeten, das so einen Kurs aufzuhalten über Pop und Jazz und heutige Musik. Und ich darf auch Stücke von mir üben, spielen. Und das war jetzt Maroni von Moreno, eine Komposition, wo die guten Studenten bei mir alle durch müssen. Ja. Bastian Brugger war das gerade. Also. Marco Müller, Keyboards. Der Papa dokumentiert es heute auch wieder, oder? Ja, ja. Morgen auf YouTube. Hey, hey, hey. Ich sag dir nachher, welches Stück nicht. Holger Bier am Schlagzeug. Roman Spiele, Gitarre. Klaus Wirth, Trompete. Michael Kloser, Beinigungsmittel. Steffen Fritz, jetzt Percussion, spielt auch noch Schlagzeug mit dem Musiker.